Und ich rufe auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 20. Es geht um einen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache Nummer 2046. Betreute Taubenschläge zur Reduzierung der Anzahl von Tauben und von Taubenkot im öffentlichen Raum ermöglichen. Einbringen wird diesen Antrag Frau Frederking. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete. Wer kennt das nicht? Mit Taubenkot, verschmutzte Plätze, Wege, Brunnen, Fassaden. Und manchmal findet man die tierische Hinterlassenschaft sogar in einem Glas oder auf einem Eis. Und das ist alles andere als lecker. Freilebende Stadttauben sind keine Wildtiere. Es sind verwilderte Haustauben, weil sie immer aus dem häuslichen Bereich kommen. Sie haben ihren Ursprung zum Beispiel als Brieftauben, aufgelassene Hochzeitstauben oder Rassetauben. Die Tiere leben in den Siedlungsgebieten und Städten, finden dort aber weder ausreichend noch artgerechtes Futter und hungern. Für viele Menschen sind Stadttauben eine Plage. Deshalb wäre es gut, das Zusammenleben von Menschen und Tauben zu verbessern. Wir wollen weniger Verschmutzungen durch Taubenkot, insgesamt weniger freilebende Tauben und zugleich mehr Schutz für diese Tiere. Und dafür müssen die Tiere kontrolliert und artgerecht gefüttert werden dürfen und ein Austausch ihrer Eier gegen Gipseier muss ermöglicht werden. Doch genau das wird heute behindert. Der Grund ist, dass in Sachsen-Anhalt als eins von zwei Bundesländern verwilderte Haustauben als Schädlinge eingestuft sind. Aufgrund des Schädlingsstatus sprechen die Kommunen Fütterungsverbote aus, sodass eine kontrollierte und betreute Fütterung in Taubenhäusern und Taubenschlägen eben erschwert wird oder sogar unmöglich wird. Deshalb fordern wir, dass die sachsen-anhaltische Schädlingsbekämpfungsverordnung korrigiert wird und dort die verwilderte Haustaube als Schädling gestrichen wird. Meine Damen und Herren, könnten Sie bitte dem Thema etwas Aufmerksamkeit ist übertrieben, aber bitte etwas mehr Ruhe im Plenum halten, damit die, die das möchten, auch dem Reden der Rede Aufmerksamkeit widmen können. Frieda King, bitte. In mehreren Rechtsprechungen wurde begründet, dass freilebende Stadttauben keine obligatorischen Gesundheitsschädlinge sind und von ihnen keine besonderen Gefährdungen auf die menschliche Gesundheit ausgehen. Ein Sachverständigengutachten des Robert-Koch-Institutes hat einen Großteil der Aussagen, Tauben seien gefährliche Überträger von Krankheitserregern, zurückgenommen. Und das Robert-Koch-Institut hat im letzten Jahr noch mal ausgeführt, dass bei Tauben zwar humanpathogene Keime Krankheitserregern nachgewiesen werden, aber es keine gesicherte Übertragung auf den Menschen gibt, beziehungsweise nur in wenigen Fällen und das Risiko insgesamt gering ist. Und bereits im Jahr 1998 hat das damalige Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin in einer fachlichen Beurteilung festgestellt, dass es keine zwingenden Anhaltspunkte für eine generelle Einstufung freilebender Tauben als Schädlinge gibt. Durch die große Nähe zu Menschen sei zwar eine Übertragung von Krankheitserregern durch freilebende Tauben auf den Menschen prinzipiell möglich. Dies gelte jedoch im gleichen Maße auch für andere in Städten lebenden Wildvogelarten oder auch für Säugetierarten. Und noch deutlicher formuliert dieses Bundesinstitut, ich zitiere, es wäre absurd, alle in der Umgebung des Menschen lebende und hierdurch zwangsläufig auch mit dessen Krankheitserregern in Berührung kommende Tierarten allein aus diesem Grund als Gesundheitsschädlinge einzustufen. In dieser Hinsicht dürfte der weitaus engere Kontakt mit Heimtieren größere Gefahren bergen. Zitat Ende. Zusammenfassend sagen die Beurteilungen seit 1998, eine Übertragung von Krankheitserregern durch verwilderte Haustauben auf den Menschen ist prinzipiell möglich.
aber die Gesundheitsgefährdung entspricht der von anderen Tierarten. Von Stadttauben gehen keine besonderen Gesundheitsgefährdungen aus. Die Stadttauben als Ratten der Lüfte abzustempeln, dieses hat sich fachlich überholt. Jetzt ist vielleicht noch die interessante Frage, wie leben die Tauben eigentlich heute? In den Städten finden die Tiere kaum geeignetes Futter. Die Tiere hungern und viele verhungern sogar. Trotz Mangel und Fehlernährung nimmt die Anzahl der Tauben nicht ab, weil sie die Brut nicht einstellen. Denn Haustauben, denn als ich hatte ja vorhin erläutert im Eingangs, dass es ursprünglich Haustauben sind und den Haustauben ist ein ganzjähriges Brutverhalten angezüchtet worden. Und für die Nahrungsaufnahme bleiben ihnen oft nur Abfälle, weggeworfene Essensreste und auf der Suche nach Nahrung wickeln sich auch oft Haare, Drähte, Fäden um die schuppigen Füße und dann kommt es zu Einschnürungen, Abschnürungen, Entzündungen oder Füße und Beine sterben sogar ab. Und auch einige Vergrämungsmaßnahmen wie verletzende mechanische Abwehrsysteme oder Klebepasten sind qualvoll. All das führt bei den Tieren zu Schmerzen, Leiden oder Schäden. Und diese tierschutzwidrigen Zustände verstoßen auch gegen das Tierschutzgesetz und müssen beendet werden. Deshalb muss das kontrollierte und betreute Füttern auch erlaubt werden. Dazu muss der Schädlingsstatus weg, damit die Kommunen ihre Vorbehalte verlieren und sich für das Wohlbefinden der Tiere auch einsetzen wollen. Und sobald das Füttern erlaubt ist, soll es sich auf von der Kommune autorisierte Personen beschränken. Das heißt, für die uns allen bekannten Menschen, die mit großen Plastiktüten kommen und ihre Brotreste auskippen wollen, da soll das Fütterungsverbot natürlich weiterhin gelten. Die kontrollierte und betreute Fütterung funktioniert am besten in Taubenschlägen und Häusern. Und einige Städte haben damit gute Erfahrungen gemacht. In Augsburg wird 2017 vom Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. das Augsburger Stadttaubenmodell geleitet. Zentrales Element sind betreute Taubenschläge, auch in denkmalgeschützten Gebäuden. Dort gibt es aktuell 10 Taubenschläge und 2 Taubentürme. Und diese wurden dort realisiert, wo es eben gerade mit den Tieren Probleme gab. Und durch die artgerechte Futterversorgung verbringen die Tiere die meiste Zeit im Schlag. Die Gelege werden durch Eiattrappen ersetzt. Die Taubentürme und Taubenschläge werden regelmäßig gesäubert und desinfiziert. Pro Jahr werden 5 Tonnen Kot aus den Türmen und Schlägen entnommen. Und die fallen dann natürlich nicht mehr im öffentlichen Raum an und entlasten das Stadtgebiet. Die Anzahl der Tauben blieb zunächst konstant und mittlerweile nimmt die Anzahl der Tauben ab. Die Tiere sind gesund, bevorzugen ihren Schlag und halten sich auch von den Häusern, von den Plätzen fern, da wo sie vorher zu den Verschmutzungen geführt haben. Wir bitten die Landesregierung weiterhin, die Kommunen für die tierschutzrechtlichen Aspekte bei Stadttauben zu sensibilisieren und mit Informationen zu unterstützen. Der Tierschutzbeirat des Landes Niedersachsen hat bereits Empfehlungen zur tierschutzgerechten Bestandskontrolle der Stadttaubenpopulation herausgegeben. Und diese Informationen, die könnten uns ja auch in Sachsen-Anhalt als Vorbild dienen. Lassen Sie uns also Veränderungen auf den Weg bringen für mehr Tierschutz, weniger Verschmutzungen und insgesamt weniger Tauben in den Städten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Fredderking. Ich sehe keine Nachfragen oder Interventionen.